Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim und ich habe gute Neuigkeiten. Wollt ihr etwas von mir? Nein, ich will noch nichts von euch. Ich habe einen Patch gefunden, der all meine Textprobleme und Übersetzungsprobleme plötzlich gelöst hat. Es hat alles super funktioniert und auch die ganzen Bücher, die vorher bei mir auf Englisch waren, sind jetzt wieder auf Deutsch. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich zum Großteil so. Ich habe das Ganze auch nochmal getestet. Ich habe offline, sage ich jetzt mal, sie testweise angesprochen. Jetzt will ich was von dir. Könnte ich mal eben, darf ich? Da war dieser Text hier unten nämlich auch noch auf Englisch. Ja, und jetzt ist das Ganze wieder Deutsch. Und weil das so ist, würde ich sagen, lese ich heute mal wieder ein bisschen was vor. Angefangen mit dem Sonnenaufgang Band 2. Eigentlich eine blöde Reihenfolge. Tja, hier fehlen mir noch ein paar Bänder. Aufstieg und Fall der Klingen? Das vielleicht? Das lese ich jetzt mal vor. Aufstieg und Fall der Klingen. Verfasser unbekannt. Viele erinnern sich noch an die Klingen, doch es gibt nicht mehr viele, die ihre Geschichten weitergeben können, ihre Ursprünge, ihren Niedergang. Mein Vater konnte es, in seinen stolzesten Momenten sagte er zu mir, du bewahrst Geheimnisse wie die Klingen. Die Klingen waren gut darin, Geheimnisse zu bewahren. Sie haben nicht viel niedergeschrieben, sie tauschten Informationen sehr vorsichtig zwischen ihren Spionen in sämtlichen Provinzen und ihren Elitemitgliedern aus, die den Kaiser schützten. Selbst untereinander behielten sie vieles für sich. Die meisten assoziieren die Klingen mit ihrer zeremoniellen Akaviri-Rüstung und ihren gekrümmten Langschwertern. Ihre Geschichte lässt sich bis zu den wildesten Kriegern von Akavir zurückverfolgen, der Drachenwache. Dort beschützten sie bereits die Herrscher und ihr Königreich, so wie sie es einst in Tamriel tun würden. Doch jüngste Entdeckungen zeigen, dass das noch nicht alles ist. Viele klassische Texte erzählen von Abenteuerreisen nach Akavir, auch als Drachenlande des Ostens bekannt. So mancher aus Tamriel wollte Akavir schon erobern. Der berühmteste derartige Versuch wurde im Jahre 288 von Kaiser Uriel V. und seiner 10. Armee unternommen, wie im Bericht der Kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von Ionit nachzulesen ist. Das habe ich tatsächlich, daran erinnere ich mich noch, ganz zu Beginn, das war die erste Geschichte, die zweite Geschichte, die ich vorgelesen habe. Die Drachen tauchen in Akavir in vielen Legenden auf und viele glauben, dass es sich bei denen, die ein kurzes Gastspiel in Tamriels Geschichte gaben, um Flüchtlinge aus Akavir handelte. Denn dort wurden sie von der Drachenwache gejagt und abgeschlachtet. Die Drachenwache würde denen, die nach Tamriel geflohen waren, in der Spätzeit der ersten Ära folgen. Das Invasionsheer der Drachenwache aus dem Norden traf jedoch nicht nur auf Drachen, sondern auch auf die Menschen von Himmelsrand, welche Invasionen nicht mit freudig erhobenen Metkrügen begrüßen. Die Drachenwache bahnte sich den Weg durch Himmelsrand und erst als sie von Rehman Cyrodiil in der Schlacht am Fahnenpass aufgehalten wurden, fand die Invasion ein Ende. Rehman war es, der die Menschenländer von Cyrodiil vereinigte und die Akaviri-Invasoren besiegte. Rehman ist einer der ersten geschichtlich belegten und auf breite Akzeptanz stoßenden mythischen Drachenblutkrieger. Als einer derjenigen, die von Akatosh und Alessia selbst gesalbt wurden. Geboren mit der Seele eines Drachen, sagten seine Anhänger immer. Die Berichte über den genauen Ablauf der Schlacht am Fahlenpass weichen erheblich voneinander ab. Doch das Endergebnis ist dasselbe. Als die verbleibenden Kämpfer der Drachenwache die Stimme von Rehman Cyrodiil hörten, knieten sie nieder und schworen, für ihn, ihren Eroberer und Retter, ihr Leben zu geben. Textfragmente aus der Spätzeit der ersten Ära belegen, dass die Krieger auf die Knie fielen und sagten, wir haben nicht gejagt oder wir hatten es nicht vor. Anmerkung des Autors. Große Übersetzung.
und anschließend, wir haben nach euch gesucht. Sie beschützten Rehman mit ihrem Leben, wie auch seine Nachkommen, und mit Rehmans Dynastie begann Tamriels zweite Ära. In diesen Jahren weitete sich ihr Einfluss aus und die Orden wurde zu den Klingen. Nachdem sie die Drachen nun endgültig bezwungen hatten, war ihr einziges Ziel nur noch, den Drachenblutkrieger zu beschützen und mit ihm das Kaiserreich. Sie erreichten ihre Blütezeit gegen Ende der dritten Ära unter der Herrschaft der Septimkaiser. Trotz ihrer Anzahl blieben sie im Verborgenen. Ihre sichtbarsten und am besten dokumentierten Mitglieder waren diejenigen, die den Kaiser persönlich schützten, wobei sie die traditionellen Akavire-Rüstungen trugen. Doch das war nur die Spitze des Speers, denn die Klingen waren eine größere Organisation, die sich bis in den letzten Winkel von Tamriel erstreckte. Ihre Agenten gehörten allen möglichen Völkern an. Sie waren Händler, Diebe, Handwerker, Magier und Krieger. Und alle fungierten sie als Spione, die das Kaiserreich schützten, wenn es nötig war, und die im Verborgenen agierten. Sie handelten oft alleine, aber einige Fragmente sprechen davon, dass sie sich in geheimen Festungen auf dem ganzen Kontinent trafen. Die bekannteste darunter waren Cyrodiils Wolkenherrschertempel, wo sie die Schwerter derjenigen aufhängten, die bei der Bewachung des Drachenbluts den Tod fanden. Andere Karten erwähnen den Windscheuertempel unterhalb der riesigen Weiten der Alkir-Wüste in Hammerfell, den Tempel der Himmelszuflucht in den Bergen von Himmelsrand und den Sturmklauen-Tempel östlich von Wegesruh. Da wollten wir auch mal hin, nach Wegesruh. Sie sollen einen Großmeister besessen haben, der oft unerkannt unter den Menschen lebte. Details über ihre Kommunikationswege, Treffpunkte und Missionen konnten nur einige wenige Elitemitglieder. Die beiden einzigen, die alles wussten, waren der Großmeister selbst und der Chronist, dessen einzige Aufgabe darin bestand, dafür zu sorgen, dass die Mission der Gruppe niemals bekannt wurde, aber auch niemals verloren ging. Mit dem Tod von Uriel Septim, den Siebten, und seinem Sohn Martin ging die dritte Ära zu Ende und die Klingen verschanzten sich tief im Inneren von Cyrodiils Wolkenherrschertempel, wo sie darauf warteten, dass ein Drachenblut zurückkehrte und sie wieder gebraucht werden würden. In der vierten Ära traten die Klingen nicht mehr offen als Beschützer des Reiches oder des Kaisers auf. Diese Rolle hat der Penitus Oculatus übernommen, eine rein kaiserliche Organisation. Doch die Klingen setzten ihre geheimen Aktivitäten fort, hielten Ausschau nach dem Drachenblut und waren auf der Hut vor zukünftigen Feinden. Die Klingen zählten zu den ersten, die erkannten, dass die Talmor des Atmeri-Bundes nicht für immer innerhalb ihrer Grenzen isoliert bleiben würden. Sie konnten tun, wozu der den kaiserlichen Richtlinien unterstellte Penitus Oculatus nicht fähig war und zogen sich daher den ewigen Hass der Talmor zu. Die Warnungen der Klingen bewahrheiteten sich, wie wir alle bestens wissen. Der große Krieg zwischen dem Kaiserreich und den Talmor zehrte die Kräfte des Kaiserreichs auf und zerstörte es beinahe. Kaiser Titus Mede II. Handelte schließlich einen Frieden mit den Talmor aus, doch den Preis dafür müssen viele von uns noch heute zahlen. Der Einfluss und die zerstörerische Natur der Talmor ist vielen ein Begriff. Anmerkung des Autors: In meiner Familie haben wir sie am eigenen Leib erfahren. Sie sind nicht dumm, sie erkannten schon früh, dass die Klingen ein Feind waren, also jagten sie diese während des gesamten großen Krieges. Einige wurden getötet, als sie ihre Tempel verteidigten, andere, als sie in ihren Verstecken schliefen, alleine. Manche kämpften, manche flohen, manche versteckten sich, doch die Talmor spürten sie alle auf. Manche behaupten, dass die Klingen noch unter uns weilen, wie wir jetzt auch in den vor ein paar Folgen feststellen durften, dass sie sich vor den Talmor verbergen. Angeblich warten sie, wie sie es seit eh und je getan haben, dass ein Drachenblut zurückkehrt. Auf jemanden, den sie schützen können, jemanden, der sie führen kann. Ja, das haben wir ja schon erfahren, denn wir sind ja das Drachenblut. Was können wir noch vorlesen? Ich werf den mal weg. Mal fallen lassen. Schwupp, weg ist er. Was können wir denn noch vorlesen?
Wie wär's denn mal mit Kopfgeld? Mischtaktiken? Was ist das denn? Ah, Band 1, okay. Das lese ich noch nicht vor. Eine Schatzkarte. Das ist kein Buch für uns. Das ist ein Mod zum Thema Wetter. Zauberbücher, Zufallsfehler. Zufallsfehler? Mit 16 war Minerva Lolos schon ein unvollkommener Gast in jedem Geschäft und jeder Villa in Balmora gewesen. Manchmal nahm sie alles von Werte mit. Ein andermal reichte ihr schon das Vergnügen, einen Weg vorbei an den Schlössern und Fallen zu finden. Jedes Mal hinterließ sie als Visitenkarte ein paar Würfel an einer gut sichtbaren Stelle, um die Eigentümer wissen zu lassen, wer sie ausgeraubt hatte. Bei den Einheimischen wurde der mysteriöse Spuk als Zufall bekannt. Eine typische Unterhaltung in Balmora verlief zu jener Zeit etwa so. Meine Liebe, was ist denn nur aus eurer schönen Kette geworden? Meine Liebe, die hat Zufall mir genommen. Die einzigen Zeiten, in denen Zufall ihr Zeitvertreib missfiel, war, wenn sie sich verrechnete und auf einen Eigentümer oder eine Wache stieß. Sie war noch nie gefangen oder auch nur gesehen worden, aber ein paar Dutzend Male war sie nur knapp entwischt. Irgendwann war sie so weit, dass sie ihren Arbeitsbereich ausweiten wollte. Sie dachte daran, nach Vivek oder Gnisis zu gehen, aber dann hörte sie eines Abends im Acht-Teller vom Heran-Ahnengrab, einem alten Grab, das mit Fallen gespickt war und in dem sich Familienschätze der Heran aus vielen Jahrhunderten häuften. Die Vorstellung, den Zauber des Heran-Grabes zu durchbrechen und sich den Schatz darin zu holen, gefiel Zufall, doch sie hatte keine Erfahrung mit der direkten Konfrontation von Wachen. Während sie ihre Optionen überdachte, sah sie an einem Nachtbartisch Ultir Moresby sitzen, allein, wie gewöhnlich. Er war ein Riesenkerl von einem Bretonen mit dem Ruf eines sanften Exzentrikers. Ein großer Krieger, der den Verstand verloren hatte und mehr auf die Stimmen in seinem Kopf als auf die Welt um ihn herum achtete. Wenn sie schon einen Partner in dieser Unternehmung haben musste, beschloss Zufall, dann wäre dieser Mann perfekt. Er würde keinen gerechten Anteil an der Beute verlangen. Ja, er würde nicht einmal wissen, was das war. Niemand würde ihn vermissen, falls es zum Schlimmsten käme und die Bewohner des Herangrabes zu viel für ihn würden. Was? Niemand würde ihn vermissen, falls es zum Schlimmsten käme und die Bewohner des Herangrabes zu viel für ihn würden. Irgendwie passt das gerade für mich nicht. Habe ich den Text falsch vorgelesen? Naja. Oder falls Zufall seiner Gesellschaft überdrüssig würde und sie beschließen würde, ihn zurückzulassen. Ulstir, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Minerva, sagte sie, als sie an seinen Tisch kam. Ich würde gerne einen Ausflug zum Heran-Ahnengrab machen. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit den Monstern fertig würdet, könnte ich die Schlösser aufbrechen und die Fallen deaktivieren. Was meint ihr? Der Bretone brauchte einen Moment für die Antwort, als würde er auf die Ratschläge der Stimmen in seinem Kopf hören. Schließlich nickte er und murmelte, ja, Steinstopper, heißer Stahl, Chitin, Wände hinter Türen, 53, 2 Monate und zurück. Bestens, sagte Zufall, die sein zusammenhangsloses Gebrabbel nicht störte, gleich morgen früh brechen wir auf. Als Zufall am nächsten Morgen Ulstir traf, trug er eine Chitinrüstung und hatte sich mit einer ungewöhnlichen Klinge bewaffnet, die durch eine Verzauberung schwach glühte. Als sie ihre Reise begannen, versuchte sie, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber seine Antworten waren so sinnlos, dass sie ihre Versuche bald aufgab. Ein plötzlicher Regenschauer wehte über die Ebene und ergoss sich über sie. Aber da sie keine Rüstung trug und Ulstir geschmeidiges Chitin, ließen sie sich davon nicht aufhalten. Sie stiegen hinab in die dunklen Schlumpfwinkel des Herangrabes. Ihr Instinkt hatte sie nicht getrogen. Sie gaben ein hervorragendes Team ab.
Sie erkannte die alten Sprengdrahtfallen, Totschlagfallen und spröden Rückseiten, bevor sie auslösten, und brach alle möglichen Schlösser auf. Einfache Zuhalteschlösser, Kombinationsschlösser, gedrehte Riegel, Doppeltverschlüsse, antike Varianten, für die es keine Namen mehr gab. Sowie verrostete Dinger, die zu öffnen selbst mit dem richtigen Schlüssel gefährlich gewesen wäre. Ulstier dagegen erschlug Dutzende bizarrer Gegner, wie sie das Stadtkind Zufall noch nie gesehen hatte. Der Feuerzauber seiner verzauberten Klinge war besonders wirkungsvoll gegen die Eisatronachen. Einmal rettete er sie sogar, als sie den Halt verlor und beinahe in einen schattenhaften Spalt im Boden gestürzt wäre. »Dass ihr euch nicht wehtut«, sagte er, und sein Gesicht zeigte echte Sorge. »Es sind Wände hinter Türen und 53 Entzugsring, 2 Monate und zurück. Steinstopper kommt, Mutter Zufall.« Zufall hatte Uldis Gemurmel kaum beachtet, aber als er Zufall sagte, horchte sie auf. Sie hatte sich ihm als Minerva vorgestellt. Hatten die Bauern womöglich recht, dass Verrückte mit dem dädrischen Fürsten Shirogorath sprachen, der ihnen Ratschläge und Informationen gab, die sie gar nicht wissen konnten? Oder war es eher so, was auch vernünftiger schien, dass Ulstier nur wiederholte, was er in Balmora gehört hatte, wo Zufall in den letzten Jahren zu einem Synonym für das Aufbrechen von Schlössern geworden war? Während die beiden tiefer ins Grab eindrangen, dachte Zufall über Ultiers Gemurmel nach. Er hatte Chitin gesagt, als sie sich trafen, als wäre es ihm gerade eingefallen, und die Chitin-Rüstung, die er trug, hatte sich als nützlich erwiesen. Ebenso heißer Stahl. Was könnte Wände hinter Türen bedeuten? Oder 2 Monate und zurück? Wovon gab es 53? Die Vorstellung, dass Ulstier geheimes Wissen über sie und das Grab besaß, in dem sie sich befanden, begann Zufall zu verunsichern. Sie beschloss, ihren Begleiter zurückzulassen, sobald sie den Schatz gefunden hatten. Er hatte die lebenden und untoten Wächter des Grabes beseitigt. Wenn sie das Grab einfach auf demselben Weg verließ, auf dem sie hineingekommen waren, würde sie auch ohne Beschützer sicher sein. Mit einem Wort, das er gesagt hatte, konnte sie durchaus etwas anfangen. Entzugsring. In einer der Villen in Balmora hatte sie einen Ring mitgehen lassen, einfach weil sie ihn hübsch fand. Erst später entdeckte sie, dass man damit anderen Personen Gesundheit entziehen konnte. Könnte Ultias das wissen? Würde sie ihn überrumpeln können, wenn sie ihn bei ihm benutzte? Sie machte einen Plan, wie sie den Bretonen am besten zurücklassen könnte, während sie weiter durch die Halle gingen. Abrupt endete der Gang an einer großen Metalltür, die mit einem goldenen Schloss gesichert war. Mit ihrem Dietrich öffnete Zufall die beiden Zuhaltungen und den Riegel und schwang die Tür auf. Sie hatten den Schatz des hehren Grabes gefunden. Im Hineingehen streifte Zufall unauffällig ihren Handschuh ab, sodass der Ring offen lag. Im Raum befanden sich 53 Säcke voller Gold. Als sie sich umdrehte, schloss sich die Tür zwischen ihr und den Bretonen. Auf ihrer Seite sah es nicht mehr wie eine Tür aus, sondern wie eine Wand. Wände hinter Türen. Viele Tage lang schrie Zufall sich die Seele aus dem Leib, während sie versuchte, einen Ausweg aus dem Raum zu finden. Danach hörte sie einige Tage lang ermattet dem Gelächter Shirogoraths in ihrem Kopf zu. Als Ulstier 2 Monate später zurückkehrte, war sie tot. Er hielt die Tür mit einem Stein offen, während er das Gold hinausschaffte. Das ist aber gemein. Das ist richtig gemein. Boah, und er wusste das. Der hat quasi vorhergesehen. Und da liegt auch schon mein kleines Buch. Na komm, ich heb's nochmal auf. Oh, okay. Schöne Geschichten auf jeden Fall. Solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken? Ja, machen wir auch noch. Dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter zur Badenakademie und ich versuche mir mal irgendwie nette Kleidung aufzutreiben. Dann bis zur nächsten Folge von Skyrim und tschüss!